Hallo liebe Nachbarinnen und Nachbarn, heute fragt mich Klaas Okenga, wann bekommt die Berliner Verwaltung endlich Qualität? Lieber Klaas Okenga, über die Berliner Verwaltung hat sich tatsächlich in Berlin, glaube ich, schon jeder aufgeregt. Und jeder spürt natürlich im Alltag, dass in der Vergangenheit sehr viel Personal abgebaut worden ist. Hat was damit zu tun, dass nach der Wiedervereinigung es zwei riesen Verwaltungsapparate gab, die ja auch mit dazu beigetragen haben, dass wir heute einen hohen Schuldenberg haben, den wir bis heute abzahlen. Jetzt ist es so, dass Berlin wächst, dass viele neue Einwohner kommen und natürlich auch mehr Mitarbeiter gebraucht werden, zum Beispiel um mehr Pässe auszustellen oder eben auch um Kinder in der Kita zu betreuen. Und vor allen Dingen in den nächsten Jahren gehen viele tausend Mitarbeiter der Berliner Verwaltung in den Ruhestand. Und auch da werden wir neues Personal brauchen. Das hat auch die Politik erkannt mittlerweile. Das heißt, seit 2 Jahren wird wieder Personal an genau diesen Stellen aufgebaut. Und einiges läuft jetzt schon ein wenig besser. Das kann uns allerdings noch nicht zufriedenstellen, weil wenn man gerade mal an das Beispiel Bürgerämter denkt, dann ist da noch ein wenig Luft nach oben. Und Sie haben ja über Qualität, nach Qualität gefragt. Es geht natürlich nicht nur darum, ganz viele Mitarbeiter zu finden, sondern vor allen Dingen gute und motivierte Mitarbeiter zu finden, damit am Ende gilt, Verwaltung ist für die Bürger da und eben nicht umgekehrt. Zum Schluss möchte ich sagen, es wäre falsch, Missstände zu verschweigen. Es wäre auch falsch, so zu tun, als wäre alles perfekt und vor allen Dingen Probleme nicht anzugehen, die bestehen. Aber in der Berliner Verwaltung arbeiten über 113.000 Menschen. Da ist es natürlich genauso wie überall. Da gibt es nicht schwarz oder weiß. Und ich möchte dafür plädieren, dass wir gemeinsam denjenigen den Rücken stärken, die dort einen sehr guten Job machen. Davon gibt es nämlich eine ganze Menge. Denn wir werden sie dringend brauchen, wenn wir wollen, dass Berlin wächst und nicht wuchert. Wenn auch Sie eine Frage an mich haben, dann schreiben Sie mir unter frag-clara@clara-west.de oder über Facebook.